eine Liter pro Stunde Verbrauchsanzeige, beziehungsweise pro 100 Kilometer auch. Das ist ja geil. Das ist ja mal richtig geil. Und das bestätigt auf jeden Fall, dass wir im neuen Truck sind, weil das gab es in den anderen Trucks, gab es das nicht. Hier haben wir noch die anderen Anzeigen. Aber das ist natürlich nice, das freut mich sehr. Und jetzt sehen wir, dass unser Durchschnittsverbrauch einfach mal steigt. Ja, 60,3 Liter auf 100 Kilometer. So, und was wir gleich mal versuchen, oder das können wir auch jetzt versuchen, wir fahren ja eh nicht schneller, ist es eine Geschwindigkeit von, ich sag mal, okay, jetzt geht sie bergab. Das versuchen wir auf ebener Strecke. Machen wir einfach mal einen Kilometer, also einen Liter-Vergleich. Wie viel er so braucht, wenn wir 50 km/h jetzt hier im siebten Gang fahren oder 50 km/h im zwölften Gang. So, 50 km/h, ich mache einfach mal zwölfter Gang. Achso, da kriegt er den natürlich jetzt nicht hoch, weil hier geht es ein bisschen bergauf. Aber wir können mal gucken, 40 km/h einfach. Zwölfter Gang, 39 km/h. Ich kann gar nicht mehr hochschalten. Wahrscheinlich ist die Drehzahl zu niedrig. Zu niedrig. Zehnter Gang, 40 km/h. Machen wir das mal. Da sind wir so bei... Ah, wir beschleunigen noch. 20,5. Ich mache einfach mal Tempomat rein. 47, 46, 47 km/h. Und da sehen wir, wir verbrauchen echt wenig, also so 17,4 maximal im 10. Gang. So, schalten wir mal runter, 47 km/h im 7. Bei 2000 Touren scheint deutlich höher zu gehen, ja? Also jedes Mal, wenn er Gas gibt und die Touren dann wieder halten muss, sind wir bei über 50. Ja, hat uns gezeigt, es lohnt sich auf jeden Fall früh zu schalten. Und die Drehzahlen möglichst niedrig zu halten. Man muss dann natürlich wirklich darauf achten, dass die Karre aus dem Quark kommt, ja. Also hier so im 10. Gang beschleunigen mit Motorenfehlern ist natürlich nicht so effizient. Aber dafür spritsparend. Scheiße, ey. Wir hätten echt diesen Kack-Überholvergang nicht machen dürfen. Wir fahren zum ersten Mal mit einem LKW, der zu einem Viertel kaputt ist, ja. Drecksfirma. Und ich glaube auch, deswegen geht unser 11. Gang nicht rein. Kann das sein? Dass einfach der 11. Gang kaputt ist? Ach, ist das alles eine Schiete, ey. Ach, guck mal, jetzt überholt er. Das ist aber auch riskant, oder? Ziehen wir hinterher? Nee, machen wir nicht. Da kommt einer. Nee, das lassen wir. Vor allen Dingen hätte ich eh runterschalten müssen. Und wenn wir da eine Motorenfehlfunktion hätten, ist natürlich auch ganz vorbei. Da können wir gar nichts mehr machen. Da können wir wieder abbremsen und einscheren. Wenn das dann noch geht überhaupt. Aber wenn wir gerade im Überholvorgang stecken. Ah, es ist so riskant, ey. Aber es macht auch einen Spaß, hier abzuschätzen, ob man überholen kann oder nicht. Und hier klappt es ja mal gerade wunderbar, wunderprächtig. No, aber ich muss mich entschuldigen, da war wieder viel zu riskant, ey. Da war mein schizophrenes, waghalsiges Adrenalin-Junkie, ich, am Start, am Lenker. Und hat hier einfach mal das Lenkrad rumgerissen quasi und uns zum Überholen gezwungen. Ja. Dann, dann, dann. Das hätte eigentlich genau jetzt kommen müssen. Schaffen wir den Überholvorgang? Ich weiß es nicht. Unfassbar knapp war's. Ich krieg mal ein ganz schönes Pappmaul, wenn ich mit euch rede, ey. Liegt das an euch? Ich weiß das gar nicht. Richtig schön, als ob man auf Karton kauen würde. Schmatz, schmatz, schmatz. So, ich kann ja jetzt noch mal eben kurz, bevor wir gleich da sind in 5 Stunden, erzählen, wie die Landung war in dem Heißluftballon, ja? Also, man muss sich das vorstellen, man fährt da ein bisschen rum, bla bla blub, und entscheidet sich irgendwann, so, jetzt reicht's auch, jetzt müssen wir irgendwo landen und sucht dann nach einem geeigneten Feld, Wiese, irgendwas, was groß genug ist, um den Landevorgang zuzulassen. Der nämlich wie folgt funktioniert. Man hat ja keinen Propeller oder so, man hat auch keine Bremse, das heißt, der Wind treibt den Luftballon an, ja, und bringt ihn in Fahrt und dann fährt er halt so schnell, wie die Windgeschwindigkeit gerade herrscht. 20 km/h, 30, 40, 50, 110 km/h, wo man natürlich nicht Heißluftballon fahren sollte. So, und
jetzt muss man natürlich wieder runterkommen. Das heißt, man öffnet da so ein Löschchen in der Folie des Heißluftballons, in der Hülle. Und dadurch strömt die heiße Luft raus und der Ballon verliert dann Auftrieb und sinkt dann irgendwann ganz langsam ab. Behält aber weiterhin die Geschwindigkeit bei. Ja? Das heißt, wir fahren trotzdem vorwärts, geradeaus, sinken aber dabei. So, und dann muss er irgendwann, irgendwie muss er runterkommen. Und dann wird ganz sanft versucht, also in Anführungszeichen versucht, auf einer Wiese zu landen, indem man bei voller Geschwindigkeit einfach stumpf, bam, aufsetzt. So, dann setzt der Korb auf, fällt nach vorne, du stehst vorne quasi und fällst auf dein Gesicht. Der Ballon rutscht noch weiter, angetrieben von der immer noch fortwährenden Geschwindigkeit, hebt wieder ein Stück ab. Ja, du stehst also wieder so 20 Meter in der Luft und bam, klatscht nochmal auf, während der dann nochmal wieder 30 Meter auf dem Boden entlang rutscht. Und dann stehst du endlich. Ja, und ich stand vorne. Und 400 Kilo Rentner dann lagen auf mir drauf. Naja, das war die Landung. Also ein total riskantes Unterfangen eigentlich. Wir haben vorher noch so einen Baum gestreift und so. Also wir mussten da wirklich... Also für mich war es, wirkte sehr riskant. Ich weiß nicht, ob das normal ist für Luftballonfahrer, dass die immer so Landungen da hinlegen müssen oder... Ob die schon immer wissen, oh ja, hier ungefähr mit dem und mit der Windgeschwindigkeit komme ich bis da und da und da gibt es die und die Landefläche oder so. Das wirkte mir alles sehr improvisiert und sehr zufällig, wie wir da runtergekommen sind. Aber es hat geklappt. Ne? Dann wurde mir noch schön eine Locke abgeschnitten und verbrannt. Ja, dann hat man noch einen Sekt gekriegt und dann war man offiziell Luftballonfahrer. Und das war echt ein geiles Erlebnis. Ja, und mit 12 oder 13, wie ich dann war, für mich war das schon... Ich fand das schon echt geil. So, und heutzutage würde ich hingehen, eine Heißluftballonfahrt machen auf 1500 Meter und von da dann mit dem Bungee-Seil runterspringen. Ja? Das fände ich dann heute ein geiles Erlebnis. Aber ob man sich das dann trauen würde, weiß ich nicht. Bock hätte ich da auf jeden Fall drauf, mal richtig schön Bungee-Springen zu gehen und dann nicht aus 60 Meter oder so, was natürlich auch schon Hardcore sein muss oder kann. Aber so richtig, so aus Kilometer mal Bungee-Jumpen oder Fallschirmspringen auch. Obwohl ich halt beim Fallschirmspringen, gerade wenn du erst Springer bist, hast du ja automatisch einen Tandemsprung. Ja? Also das heißt, der Lehrer springt dann mit dir quasi und du klebst an dem dran und kannst halt so... Ja, du erlebst natürlich auch den vollen freien Fall und so, das ist klar, aber du bist halt nicht allein und auf dich gestellt. Und dieses Erlebnis ist dabei für mich... Nochmal ein dreifacher Thrill, ja, und noch eine dreifache Herausforderung, sag ich mal, wenn du wirklich alleine bist. So, und das hast du ja beim Bungee-Sprung, da springt ja keiner mit, du springst wirklich alleine. Wenn der Seil reißt, bist du alleine auf dich gestellt und kannst da natürlich nichts mehr machen, das ist klar, du bist dann Matsch und Mus. Aber, naja, diesen Gedanken finde ich schon ganz witzig und ganz reizend, wenn ich mal so sagen soll. So, und wir haben ein Problem mit unserem Sprit. Weil, okay, wir kommen auf 239 Kilometer weit. Das reicht genau bis zum Ziel, so wie es aussieht. Aber ich glaube, wir können vorher auch mal eben tanken, ne? Wir sind ja nicht so der Nächste, der in Nürnberg dann in diesen Truck steigt, soll ja keinen leeren Tank vorfinden. Sondern wir tanken dann auch eben. Ich denke mal, von Nürnberg wird auf jeden Fall noch eine Tankstelle kommen. Tankstelle, Tankstelle, bitte kommen. Wir brauchen Sprit. So, hier, der BCP-Typ liefert doch bestimmt schon, ne? Tank und Sprit, da kann man eben anhalten, da kann man zum Rüssel reinhalten und dann ein paar Liter absaugen. So, und wir haben zwar noch 112, das finde ich aber bemerkenswert. Bei 111 Liter oder 120 dann von mir aus gerade ging die Reserveleuchte an. Das ist das doppelte Tankvolumen oder, ja, doch, doppelte Tankvolumen eines normalen PKW. Finde ich immer schon sehr... beeindruckend. Aber genauso gut ist diese Anzeige beeindruckend, da unten. 52, 59 Liter auf 100 Kilometer, ne? Schon hardcore. Aber was man hier auch wunderschön sieht, wie ein Motor sich verhält, wenn man vom Gas geht, ja? Also, man denkt ja drüber nach, was ist so Spritsparen, wie kann man Spritsparen fahren, auch im echten Leben. Und ich kenne halt viele Leute, die jetzt mit 100 an der Ampel heranfahren, also auf einer Landstraße, ne, oder an einer Kreuzung oder was. Und dann aber in der Anfahrt auskuppeln, ja, und dabei bremsen. So, und beim Auskuppeln passiert Folgendes, der Motor geht auf Standdrehzahl, ja. Auf, wie heißt das denn? Standdrehzahl?
Standgas. So. Auf Standgas geht der Motor. Und auf Minimaldrehzahl halt, ne? Und wenn das passiert, muss auf jeden Fall wieder Benzin verbraucht werden, damit der Motor nicht ausgeht, ist ja klar. Wie jetzt, wenn man halt einfach auf die Kupplung tritt, ne, damit der Motor nicht ausgeht und dieses Standgas gehalten werden kann. Also mindestens für Standgas muss Sprit aufgewendet werden. Wenn man jetzt aber den Gang drin lässt, so wie ich das jetzt gerade hier im neunten Gang und ich gebe gerade kein Gas, so, dann sehen wir 0,0 Liter die Stunde. Also das heißt, man verbraucht, wenn man an der Ampel anrollt und einen Gang drin hat und nicht auskuppelt, keinen Sprit. Weil der Motor immer noch angetrieben durch die restliche Bewegung, die er noch hat und durch die restliche Drehzahl halt nicht ausgeht. Ja? Man braucht erst wieder Sprit, wenn man steht, weil dann muss man auskuppeln, sonst geht der Motor aus. Wo er natürlich auch keinen Sprit verbraucht, ne? Also je nachdem. Diese Start-Stopp-Automatik ist natürlich auch was Geiles und so. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will. Wenn ihr Sprit sparen wollt und auf einer Ampel zufahrt, lasst den Gang drin und lasst es einfach ausrollen, beziehungsweise bremst ruhig dazu, aber kuppelt nicht aus, nehmt nicht den Gang raus. Das spart euch am meisten Sprit in diesem Vorgang halt, ne? Und ich habe da so die ein oder andere Schwester, die mir das nicht glauben will, ja? Und ständig auskuppelt. Was auch den Nachteil hat, wenn sie ein Rennfahrer wäre, würde sie so komplett die Kontrolle über das Auto verlieren. Ja, also, ja, die... Wow, was ist mit ihm denn los? Du hast gerade gesehen, er hat Michael Schumacher-Style abgebogen. Könnte ich, glaube ich, gar nicht so schnell. Naja, auf jeden Fall, wenn du als Rennfahrer auskuppelst und bist gerade in der Kurve, hast du nicht mehr so die Kontrolle über dein Fahrzeug, wie wenn du jeden Gasstoß quasi direkt umsetzbar abliefern kannst, ne? Wenn der Motor halt noch eine Drehzahl hat. Und beim Auskuppeln verlierst du da halt schnell die Kontrolle, weil es auch einen Lastwechsel bedeutet, wenn du wieder einkuppelst und sowas, ne? Aber meine Schwester ist ja kein Rennfahrer, die ist einfach nur ein dummer Autofahrer, der viel zu viel Sprit verbraucht. Naja, gut, ist nicht meine Kohle. Es gibt ja Menschen, die sind unbelehrbar. So, wir haben noch 158 Kilometer vor uns. Müssen wir eben hier ein bisschen in die Eisen gehen. Und 161 Kilometer können wir noch fahren. Also, es wird noch ganz eng. Man kann auf jeden Fall schön sehen. Jetzt hat sich gerade, ich habe Vollgas gegeben. Und die Kilometeranzeige ist um 3 Kilometer zurückgegangen. Ja? Jetzt gebe ich gerade kein Gas die ganze Zeit. Wir bleiben konstant auf 158 Kilometer. Und ich wette, wenn ich jetzt wieder Vollgas gebe, 57, 56, 55, 54, ja? Also da geht echt einiges flöten, wenn man da mal voll aufs Gas tritt. So, und jetzt habe ich einfach mal den Begrenzer reingemacht im neunten Gang. Boah, das scheint fast genauso viel zu verbrauchen wie ein Vollgas-Modus, wa? Ach naja, man weiß es nicht. Wir sind ja auch keine Statistiker, wir sind Logistiker. Spediteure in the making. Und wie sieht's denn mit der Schlafzeit aus überhaupt? Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Ja, pass auf, dann gehen wir hier pennen. Machen da keine großen Gefangenen. Gehen einfach mal hier schlafen. Ich hoffe, das geht so vielleicht. Ne, geht so natürlich nicht. Da hätte ich pennen können. Das machen wir mal eben. Zack, Motor abstellen und... Ach, jetzt was? So, hier. Ruhepause müssen wir auf jeden Fall einlegen. Führt kein Weg dran vorbei. So, jetzt ist der Regen auch vorbei. Und wir können tanken. Geringer Luftdruck im Bremssystem. Bei laufendem Motor warten, bis sich der Luftdruck im System aufgebaut hat. Alles klar. Hallo? Ach so, ganz unten rechts hier. Sehen wir den Bremsdruck, der sich nicht aufzubauen scheint. Hallo? Also ich hatte doch gerade den Motor laufen. So. Hä? Ach, das war nicht das E, das war...
Achso, das ist die Ruhepause. Ja, genau. So, bei laufendem Motor warten, bis sich der Bremsdruck wieder aufbaut, stand da doch gerade. Das heißt, wir warten jetzt hier, bis sich da unten dieser Bremsdruck aufbaut, der sich allerdings nicht aufbaut. Müssen wir jetzt echt hingehen und den Abschleppwagen rufen? Also das gibt's doch wohl nicht. Ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen das erste Mal hingehen und den Notdienst rufen. Wo machen wir das denn überhaupt? Ja, jetzt bin ich etwas überfragt, ne? Scheiße, wo rufen wir denn den Notdienst? Ist es hier auf F8 oder was? F7 bestimmt. Abschleppdienst rufen. Zack, machen wir. Oh. Kosten direkt mein Arbeitgeber, das ist gut, aber die Zeit... Ja, müssen wir machen. Wir kommen hier nicht vom Fleck. Ich denke mal, jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Sprit, aber jetzt werden wir in Erfurt wieder abgesetzt. Der Schaden ist nicht repariert. Nee, das kann ja wohl nicht sein. Kann ich denn jetzt hier in die Werkstatt gehen? Hallo? Das ist doch jetzt ein Witz. Wir stehen hier direkt auf dem Werkstatthof. Und ich kann anscheinend hier nicht so in die Werkstatt. Ich müsste vielleicht noch einen Meter zurück oder was. Aber was wir nicht können, weil wir einen geringen Bremsen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich bin gerade echt überfragt, was wir jetzt machen. Also er lässt mich nicht fahren. Keinen Meter können wir hier fahren. Der Motor läuft zwar noch. So wie es ja auch verlangt ist von der Anzeige. Bei laufendem Motor warten. Och ey, das ist doch... Ist doch scheiße, ey. Was machen wir denn jetzt, Leute? Wir können jetzt nicht hier stehen bleiben. Wir haben doch eh nur noch 2 Stunden 32 Zeit für den Auftrag und wir brauchen... 0. Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr, Leute, ehrlich gesagt. Und der Bremsdruck hat sich immer noch nicht aufgebaut. Das heißt, wir können jetzt einfach nicht losfahren. Ich koppel mal eben ab. Aber selbst dann baut sich kein Bremsdruck auf. Oder vielleicht ein ganz bisschen. Der baut sich kein Stückchen auf, Leute. Ja, ey, ich weiß echt nicht, was wir machen sollen hier. Erstmal den koppeln wir wieder an, das ist klar. Ja, ich habe keinen Plan. Ich würde sagen, das war's erstmal. Wir speichern das Ganze einmal ab hier. Unbekannter Spielstand, der ist doch. So, sicher ist sicher. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von einer letzten planlosen Folge Euro Truck Simulator 2. Ich habe echt keine Ahnung, was das gerade war. Warum wir da jetzt nicht weitermachen können. Ich weiß auch nicht, wie wir das fixen können. Das wird sich jetzt noch herauszeigen. Ich werde da herausstellen. Ich werde da ein bisschen rumprobieren. Ja, aber entlasse euch hiermit in den Tag. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Ich bin der Duki von Abgefahren und tschüss.